Ach so, das heißt, ich darf Gecko sein Level klauen? Ja. Da bist du schließlich immer verreckt am Ende, ja? Und ich habe den Sprung geschafft. Du nicht. Erzähl dir immer gar nichts. Düner, düner, düner. Du, 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 du. Wird er den Sprung diesmal schaffen? Dies und noch viel. Düner, düner, düner. Düner, düner, düner. Geh weg. Ach, also das fängt ja schon mal gut an, nicht? Nimm Anlauf und spring jetzt einfach mal. Gut gemacht. So geht das. Bist du zu weit? Muss ich das wieder machen? Wenn du willst. Wenn du willst. Ich muss ja auch. Ich muss ja wohl. So. Oh, es ist aber richtig nervig, dass man hier zurückgeportet wird und den ganzen Scheiß nochmal gehen muss, ne? Na, und solange wir das Gaslicht geschafft haben, hast du auch keine Abkürzung. Ja, es ist einfach. Dann mach doch endlich mal. Ich kann dir sagen, wir sind noch 2 Level vom Bowser Castle entfernt. Ja, dann mach doch endlich. Mensch, dann zeig doch, jetzt mach doch einfach, ne? Jetzt ist Schluss mit lustig. Was willst du? Was willst du, kleines Sackgesicht? Ich mach dich ganz selbstständig und du kannst jetzt auch meine Leben verwenden, damit du sie umbringst, auch noch loswerden kannst. Ja stimmt, du musst mir mal wieder ein paar Leben geben. Ich glaub, du hast sie ja nicht mehr alle, ihr Freundchen. Ich hab nur 4 Leben, gib mal was ab hier. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, guck, so geht das. Ui. Siehst du? Ja. Ist viel besser. Also, das war zu früh, von der Technik her war das okay. Ja. Die Ausführung war scheiße. Die Ausführung, die war halt abgrundtief scheiße. Die war grottenschlecht. Ja, moin. Warum gehst du immer nach links? Weil ich den Pilz haben will. Ja, und was bringt dir das? Im Castle. Ja, aber das bringt dir doch nichts, wenn die Pflanze dich immer frisst. Jetzt weißt du, warum der Pilz. Ja, Gegenfrage, was willst du da mal mit Münzen? Weiß nicht, Münzen, Geld, Cash, Leben. Keine Ahnung. Das ist nichts. Was machst du da? Ich habe versucht, den Notenblock zu treffen, aber das war zu früh. Ja, so? Ja, nee. Also gut. Ich hätte ihn auch fast getroffen. Hui. Nee, ich will da schon rein, ne? Ich habe echt keinen Bock auf die Sonne. Und sagen, selbst ist die Angry Sunny wieder dabei. Ever, never ever. Das war, ne. Bitte nicht. Wobei, wenn ich das so schaffen würde, das wäre mehr als ein Applaus wert, oder? Würde ich sagen. Ja, vor allem ist die Sonne fliegt auch so schön random durch die Gegend. Random ist, genau. Genau, ran. Ach komm, das ist aber jetzt nicht passiert. Ei. Doch, ist es. Jennifer, willkommen zurück. Moinsen. Kennst du dein Level schon? Fantastisch, ne? Ist toll. Düner, düner, düner. Düner, düner, düner. Düner, düner, düner. Das ist bestimmt, weil du eben die ganze Zeit Döner sagst. Diese unterschwellige Botschaft, ja? Das ist furchtbar. Scheiße. Jetzt stell dich mal nicht so verzogen an. Was für verzogen? Ja, alles klar, ciao. Warum funktioniert das nicht? Weil es nicht geht. Was soll das denn? Springen musst du halt schon auch noch. Doch, Fleisch braucht man ganz viel davon. Fleisch braucht man irgendwie. Ich bin Karnivore und ich stehe dazu. Karnivore? Ja, wenn du lieber Herbivore sein willst, kannst du es ja gerne machen, aber ich bin Karnivore von Natur aus und ich lebe damit. Das Wort habe ich auch noch nicht gehört, tatsächlich. Kennst du die beiden Begriffe nicht? Nee. Karnivore Fleischfresser, ja, Herbivore Pflanzenfresser. Ja, das denke ich mir schon, aber ich habe das noch nie gehört, tatsächlich. Jetzt geht doch mal hoch, jetzt. Zu fix. Ich habe da noch was zu erledigen. Ich muss da hoch. Genau, das meinte ich. Das ist mir aber scheißegal. Und dann gehe ich da einfach runter und dann springe ich jetzt ab und dann haben wir es geschafft, gell? Super. Na, siehst du. Menschenskinder. Die Wahrheit ist, ich springe absichtlich damit Gecko sich nicht ganz so scheiße fühlt. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn er dreimal gestorben ist, darf ich es eh wieder von vorne machen. Ja, drum, mach doch endlich mal das Schloss, Mann.
Entschuldigung. Rutscht halt einfach irgendeine Kacke mal manchmal durch. So dialektmäßig. Irgendwas. Ich hab hier so ein Kaudermensch zusammen. Was war das? Das war... Ich geh ins Licht. Ich geh ins Licht. Warum fragst du mich denn so blöd? Ich geh ins Licht. Was hast du denn erwartet, dass du eine vernünftige Antwort von mir bekommst? Jetzt nicht wirklich, oder? Doch. Ich geh ins Licht. Ein Bild! Nani? Jo, also ich will ja mal nichts sagen, aber das ist mal total scheiße. Oh, du schalt nicht so deppert ab, Knochenbehindert. Was, hallo, hä? Sprungtaste, ne? Jo, kennst also du? Jetzt muss ich ja mal meckern mit dir, Gag. Also das war ja mal völlig talentfrei, ne? Also, wenn du das so komisch rumkasperst, da wundert es mich überhaupt, dass du überhaupt noch was geschissen kriegst. Also, das Level da eben, ne? Das hast du auch bestimmt gecheatet, du. Und das Pro. Doch, also hinten die, ist die Tür die, die verschwinden. Der Dieter Bohlen. Ja, ja. Und ich finde, der Gecko, der ist total scheiße, total talentfrei. Wenn der anfängt zu singen, ne? Also, da möchte sich ja meine Klobürste direkt in die Toilettenschüssel ersäufen gehen, du. Oder andersrum. Und dann was heißen. Ich und singen, ja, das kannst du gleich mal vergessen. Na, ich werde Weihnachten wieder singen. Dann gibt's wieder mein Weihnachtsspecial. Oh, cool. Ja, das hört sich ja gut an. Gibt dieses Mal sogar zwei Weihnachtssongs, die ich durch den Dreck ziehen werde. Durch Dreck? Ach stimmt, du bist ja noch nicht groß auf meinem YouTube-Kanal unterwegs gewesen. Ja, nee, ja, also... Es gab die Jingle-Bombs. So lang. Es gab die Jingle-Bombs, dann gab's noch letztes Jahr die Last Christmas Mario Kart-Parodie. Übrigens, der Boden ist Lava. Oh, nein. Lern doch mal. Ey, was soll das? Was machst du mich eigentlich so blöd an? Du Sackgesicht, sieh zu, dass du das Schloss machst. Sieh zu, dass du es mal machst. Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll das? Gut, dann muss ich halt wieder ran hier. Ja, echt mal. Ich hab jetzt die letzten 8 Welten gemacht. Jetzt ich hab das Licht gesehen. Doch, das haben wir. Geh nicht ins Licht, Gecko. Ja, geh nicht ins Licht. Oh Gott, oh Gott. Aber es leuchtet so schön. Was macht es denn? Es leuchtet. Da ist ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Oh nein. Kennst du das nicht? Ja. Ich weiß nur nicht, mit welchem Film das nochmal ist. Ich auch nicht mehr, aber ja. Das ist so schön. Oh, Moment. Oh Gott. Doch viel einfacher. Ist das schön hier. Jetzt aber hier, ne? Jo, ey, was willst du? Quatsch mich mal hier nicht so blöd von der Seite an, ne? Nee, sonst kommst du nicht in die Band, ne? Und Superstar wirst du so auch nicht. Das ist wie auch gar nicht. Boah, wenn ich daran denke, dass das war in, bei Pokémon Silber war das meine Dingsenstimme gewesen, von Willi. What? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Geh, das ist ja genauso wie Bruno. Bruno hatte auch eine sehr interessante Stimme bei mir. Bruno willkommen Mars. In den Top 4, mein Name ist Bruno. Durch hartes Training können Pokémon sehr stark werden. Aber das habe ich gehört. Das ist so gut. Wie, das hast du gehört? Ich habe das, ich weiß es nicht. Habe ich gehört? Habe ich reingeguckt, glaube ich? Ich kenne die Stimme. Ich weiß das halt. Das fand ich super. Das war zum Brüllen. Das ist super einfach. Vor allem, ich weiß, dass das Schlimme war. Ich musste mir so dermaßen das Lachen verkneifen, das glaubst du gar nicht. Doch, ich konnte mich selbst nicht ernst nehmen. Es ging einfach nicht. Ja, wie? Das ist aber auch so super. Vor allem ist wirklich dieses: Ich bin Bruno. Durch hartes Training können Pokémon sehr stark werden. Fand ich diese das ist so geil einfach. Weißt du, wie lange ich da sitzen musste, bis ich die Scheiße hingekriegt habe, ohne mich vor Lachen wegzureißen? Sehr, sehr schön. Ah, hier ist das Ende, okay. Das ist einfach so eine unpassend geile Stimme einfach. Ja, ich saß da wirklich, boah, wie spreche ich Bruno?
Ich hatte keine Ahnung, wie ich Bruno aber spreche. Aber warum dann so? Es ist so gut. Alter. Digga, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Scheiß hier. Ja! Oh, endlich! Ich knutsche deine Füße. Du hast es geschafft. Dann musst du aber bis morgen nach der Arbeit warten, dann lohnt sich's wenigstens. Ach so. Aber weißt du, Gecko, jetzt hast du einen riesen Vorteil. Du kannst jetzt direkt zum Bowser Castle gehen. Das auch noch. Ja. Was ist denn das jetzt hier? Wohin geht's hier? Das ist die Abkürzung, die wir freigeschaltet jetzt haben. Also, quasi, du kannst jetzt direkt vom Start aus direkt zum Bowser Castle gehen. Ach, keine Ahnung. Geht's hier lang? Nein. Oh, mir sagt ja keiner was. Hab ich doch gerade. Hör doch mal zu. Du redest zu viel. Ich rede. I cannot glauben. Weißt du, wenn ich hier nicht die ganze Zeit die Freakshow mal leiden würde, ne? So, und jetzt viel Spaß, das ist dein Schritt. Tada! Okay. Leute, wir werden dazu jetzt, glaube ich, besser nichts sagen. Es ist, glaube ich, wirklich einfach. Scheiße. Gecko, das. Oh, ich kann nicht mehr. Gecko, nein. Oh, Gecko, Gott. Warum? Warum? Scheiße, jetzt habe ich kein Item mehr. Ich wollte mal von Lauf springen, nicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dieser Junge. Dieser Typ. Macht Spaß, ne? Ja, totschick. Oh Gott. Das Schlimme ist, es gibt kein Item hier. Nicht? Warum denn nicht? Weil es kein Item gibt. Oh Gott. Hier gab es ja Kanone. Bomben. Die Kanonenkugeln finde ich nicht so schlimm. Ich habe mehr Angst vor den Bomben, weil man sie nicht sieht. Ach komm, du dreckiger. Hast du den Schraubenschlüssel nicht gesehen? Da war ein Schraubenschlüssel. Maulwurf, genau so. Schon besser, das ist Familienf. Drake, da war ein Schraubenschlüssel. Warum bist du nicht aus? Das ist ein scheiß Schraubenschlüssel. Dann hau ich ihn gleich rechts und links um die Ohren und stopfe ihn. Das Ding, wer weiß nur, ey. Und dann spiele ich mit dem Frisbee das Sachen. Scheiß Frisbee. Guck mal. Jetzt ist das Level auch schon. Ja. Mhm. Mich wundert so gerade, dass du es nochmal machst. Ja, damit ein Level mal registriert auf der Map bleibt. Ich wollte sagen, weil du brauchst das gar nicht mehr machen. Ich weiß. Aber ich will dir einfach nochmal zeigen, wie der Sprung geht. Ja, dann zeig mal her, Gecko. Ja, pass auf. Also erstmal. Hier so? Ja, ich mach mir auch extra Notizen. Und dann läufst du hier so. Zeig's mir. Und dann springst du hier so. Und dann bist du einfach im. Tod. Es war zu früh immer wieder. Oh, ich hab's mir fast gedacht. Oh, was bin ich froh, dass es das Finale ist. Ich glaube, noch so eine Aufnahmesession. Und ich glaube, du kannst mich in die Klapsmühle bringen. Ja, geht mir ähnlich oder so. Geht dir ähnlich oder so? Was? Warum stirbst denn du schon wieder? Gecko? Warum kriegst du nichts geschissen? Hab ich. Vier Level hier. Vier! Vier Level. Das ist ein Level. Vier. Insgesamt ergibt es ein Level. Nein, du hast mir den Level von der Nase weggeschnappt. Ja, wenn du so lahmarschig bist, kann ich doch nichts mehr. Nee. Also das zieh ich nicht ein. Ach ja. Ba-ba-da-ba-ba-da-bam. Feuer, hallo. Wieso läuft der eigentlich überhaupt einfach nur den Hügel hoch? Ich bin stehen geblieben. Also, hast du gesehen, wie der Sprung geht, ne? Merkt ihr das? Ich hab nichts gesehen. Ach so. Dann, zeig ich dir nochmal. So. Ah, hier ist es. Übrigens, da kommt gleich ein Schraubenschlüssel. Nein! Ja, doch. Siehst du? Ich hab's kommen sehen. Und ich sag's ihm noch. Ist das schön.
Während du da mit diesen lustigen Panzerspielchen beschäftigt bist, ne, mach ich einfach dieses schöne Level. Gehst du weg mit deinen scheiß dreckigen Pfoten? Alle sollen ja gerade. Hier ist es ja nicht schlimm, das Level hatten wir schon. Oh, das Level hatten wir schon. Berühren. Berühren. Das berührende Figur mit den Pfoten ist verboten, mein Freund. Berühren. Ich sehe das Feuer nicht, nee, ich geh weg. Berühren. Geh jetzt einfach weg. Gecko, berühren. Ui, siehst du, wie das geht, mein Freund? Was ist das denn? Berühren. Gecko, berühren. Du bist einfach so dumm. Ich hab's trotzdem geschafft. Mit dem Koopa noch zusätzlich, was du nie hingekriegt hast. Da kann ich...